Der im Augenblick wohl berüchtigste Club in Arizona nennt sich Iron Brotherhood MC. Während einer Weihnachtsfeier im Dezember 2012 in der Moctezuma Bar in Prescott schlugen ein oder mehrere Mitglieder einen betrunkenen jungen Mann derart zusammen, dass er im Krankenhaus landete. Der vermutliche Täter ist zwar unbekannt, aber die Mittäter, alle Iron Brotherhood Mitglieder, sind namentlich bekannt. Bill Fessler, Andy Reinhardt und Bill Suttle. Keiner der Beteiligten und Zeugen hat irgendwas gesehen. Sie lügen seitdem eiskalt. Ist doch klar, szenetypisch, würden die Experten der hiesigen Landeskriminalämter sagen. Die deutsche Haus- und Hofpresse würde landesweit eiligst von Rockerkrieg faseln. Und deutsche Innenpolitiker quer durch die Partei würden reflexartig ein karriereförderndes Vereinsverbot fordern oder verhängen. Was also ist daran ungewöhnlich? Es ist die Iron Brotherhood Gang selbst. Denn ausnahmslos alle Mitglieder sind Polizisten. Der an der Tat beteiligte Bill Fessler ist Chef der Polizei in Prescott Valley. Andy Reinhardt ist der Polizeivizepräsident der Stadt Prescott und Billy Suttle ist beim Yavapai County Sheriff als Sergeant für die Drogenszene zuständig. Und es gibt noch weitere Unterschiede zu echten Motorradclubs. Zwischen solchen Clubs gibt es einen Satz Verhaltensregeln und wer die befolgt, wird zumindest als jemand von der Straße geduldet. Wer sie bricht, findet gewöhnlich schnell jemand, der ihn dafür zur Rechenschaft zieht. Die Iron Brotherhood verkörpert dagegen, wie sich jemand davon ausklingt. Diese Maulhelden tragen ein dreiteiliges Collar, weil sie es können. Sie sind ein Strafverfolgungsclub und sie werden von keiner Organisation die Erlaubnis einholen, ihre Abzeichen zu tragen. Außerdem beweist der Prescott-Fall, dass sich Mitglieder solcher Cop-Clubs inoffizieller Immunität seitens der Staatsanwaltschaft erfreuen. Solche Machenschaften treffen natürlich nicht auf Gegenliebe der echten Motorradclubs. Deshalb schickte Mike Köpke, der Vizepräsident der Hells Angels Yavapai County, einen offenen Brief an die Iron Brotherhood. Mich beschäftigen die Ereignisse mit der Iron Brotherhood Gang sehr. Mir stinkt die Schlägermentalität der betreffenden Gesetzeshüter. Ich gehöre zu einem echten Motorradclub, der regelmäßig Veranstaltungen im Yavapai County durchführt. Wir veranstalten am 31. März 2013 ein Boxturnier. Ich gebe eine öffentliche Herausforderung an die Iron Brotherhood Gang heraus, um mit mir, Michael Trevor Köpke, bei unserer Veranstaltung zu kämpfen. Ich bin mir bewusst, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass Sie mein Angebot aufgrund unserer gegensätzlichen Auffassung akzeptieren werden. Mein Motorradclub ist bereit, Sie aufzufordern, Sie im Rahmen einer sportlichen Wette teilnehmen zu lassen. Wenn ein Kämpfer Ihrer Wahl, ein Mitglied Ihrer Bande, einen 3-Runden-3-Minuten-Kampf gegen mich gewinnt, spenden wir $1.000 an eine gemeinnützige Einrichtung Ihrer Wahl. Wenn ich gewinne, zieht sich die Iron Brotherhood offiziell aus Arizona zurück. Wir gewährleisten auf diesem Turnier den größten Sicherheitsstandard. Wir bieten diesen Schlägern die Gelegenheit zu beweisen, ob sie tatsächlich Kerle sind, denen etwas bedeutet. Wir möchten auch betonen, dass faire Sportlichkeit unser Standard ist und wir allen Anwesenden und Kämpfern einen sicheren Aufenthalt garantieren. Michael Köpke, Hells Angels, Yavapai County. Die Iron Brotherhood war bisher zu keiner Stellungnahme bereit. Tja, anscheinend hat der Polizistenclub etwas dazugelernt. You better think twice before you mess with the wise. Auch für Streetgangs hierzulande, wie Mongols und Satodara, gibt es viel zu lernen. Wie wär's zum Anfang damit, dass MC auf dem Rücken bedeutet nicht Migrantenclan, sondern Motorradclub? Übrigens gibt es noch eine Neuigkeit aus den USA. Die Stadt Oakland, Kalifornien, hat den 1. April offiziell zum Hells Angels Oakland und Sonny Barger Ehrentag erklärt. Wie wird das FBI den diensteifrigen deutschen Besuchern von Politik und Polizei das wohl erklären?